Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und es ist mal wieder soweit, wir gehen mal wieder rein in richtig, richtig geile Packs, Leute. Wir haben ja hier die große, Aktualisierung oder so bekommen. Und da gibt es jetzt auch neue Verlängerungspacks. Wir haben neue andere Packs bekommen und ich denke mal, da können wir ganz einfach mal reinschnökern. Mal gucken, was alles so da ist, was alles so am Start ist. Ihr seht, ein paar FC-Points habe ich mir auch gegönnt. Also ich habe mir dieses wöchentliche Limit-Ding da gegönnt. Weil das lohnt sich ja wirklich da ich ja wirklich ein paar Packs auch so öffnen möchte für die Community, da ist es einfach mit so das Beste gewesen, was ich da hätte tun können. Wie aber nichtsdestotrotz, Leute, macht das nicht nach, weil es bringt euch nichts, das Geld ist weg, schaut lieber bei mir an, wenn ich ein bisschen was an Echtgeld investiere, denn ich kriege das Geld durch YouTube wieder rein. Ich würde sagen, wir starten mal ganz einfach mit dem Star Pass. Da kann ich nochmal hier kommen. Na gut, viel ist es nicht, aber ich nehme mal alles auf einmal mit. Warum auch nicht? Können wir auf jeden Fall damit gut was machen. 80 Gregersen, gut, und ein 100er Gems Pack hier, Dings, da nehme ich auch mit. Ja, 15.900 können wir auf jeden Fall nochmal was damit machen. Ich würde sagen, zuallererst gehen wir mal rein in den Shop. Stimmt, bei Hall of Legends, da wurde mir der Tipp gegeben, tatsächlich, ich soll auf das Team B warten. Ich habe jetzt noch 780 Punkte, kann damit eigentlich nicht so viel anfangen, tatsächlich. Und das heißt, ich soll wahrscheinlich eher auf Team B warten, anstelle das jetzt hier irgendwo rauszuhauen. Und weil den Rest habe ich ja abgeholt, ne? Deshalb ist es so eine Sache bei Icon Galerie. Keine Ahnung, ob das auch resettet wird. Ich hoffe, es wird nicht resettet, weil das wäre nicht ganz so geil. Aber ne, Ablauf 28 Tage, das sieht gut aus, dass wir das noch hier schön schaffen. Und dann sind wir hier sehr stark mit am Start, würde ich sagen. Genau. Wir gehen mal zuallererst rein, wie schon gesagt. Wir wollen nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, wo das ist. Wir müssen zuallererst Umtausch und Division Rivals, perfekt. Ich wollte nämlich zuerst noch schnell hier die Gems abholen. Das ist mal das Typische, was ich immer mache und dann einfach mal gucken, was alles noch so geht. Ich habe 18.000, ja, damit lässt sich doch einiges anfangen. Ich wollte ja das Tradable Pack auf jeden Fall öffnen, das ist klar. Und dann mal gucken, was alles noch so geht jetzt hier an der Stelle. HOL, nein, ich möchte das Tradable Pack öffnen. Lol, gibt es das nicht mehr? Als ob es das nicht mehr gibt, oder was? Es gibt das Tradable Pack nicht mehr. Das 93 Plus Tradable Pack. Yo, das 93er. Jetzt kostet 22.500. Ne, das will ich nicht. Da muss ich mir das hier holen. Das 92 bis 101. Der wird zweimal öffnen. Naja, dann machen wir das einfach mal. Wir haben ja auch neue Icons noch mit dazu bekommen. Mit Carlos Alberto, mit Puskas. Da ist ja einiges noch mit dabei, würde ich sagen. Aber naja, wollen wir mal sehen, was hiermit passiert. 92 bis 101 Tradable will ich ja einfach mal öffnen, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe und trotzdem halt die Möglichkeit besteht, dass man irgendwas Gutes mit hier bekommt. Und ich glaube, die Spieler kann man auch aktuell ganz gut verkaufen. Also vielleicht haben wir ja Glück und ziehen ja sogar einen Walkout. Man kann ja mal hoffen, Leute. Ich habe leider gerade, oder habe ich die Packlack-Pfeife hier? Ich muss sie wissen, ich habe sie auf jeden Fall eigentlich eingepackt, aber naja, doch, hier ist sie, perfekt, ich habe sie. Ich habe sie tatsächlich sogar gefunden, sehr schön. Das heißt, wir gehen einfach mal rein, ich drücke drauf, Leute, auf geht's. Erstes 92 bis 101er Pack, komm schon, ey, tradable, ey, ich nehme einfach jeden Walkout nehme ich mit Kusshand, weil es einfach tradable ist, genau, einfach tradable. Ich würde sagen, ich drücke drauf, Leute, in 3, 2, 1, komm und gönn, komm. Kleine Packlack-Pfeife und kein Walkout. Kein Walkout. Ich will jetzt auch nicht zu doll hier die Packlack-Pfeife machen, weil sonst beschweren sich hier die Nachbarn. 92er. Boah, bodenlos. Bodenlos. Sonst beschweren sich hier nämlich die Nachbarn, wenn ich jetzt hier so mit einer Pfeife mitten in der Nacht hier lospfeife. Gut, das zweite Pack. Komm schon. Bitte, irgendwas Gutes, Tradable. Komm, gönn einfach einen Walkout. Einfach mal jetzt ohne Packlack-Pfeife. Einfach rein. Mit Walkout. Kein Walkout. Kein Walkout. Nächster 92er. Okay, das hat sich mal überhaupt nicht gelohnt. Weiß nicht, ob ich die verkaufe oder ob ich die in irgendeine SBC oder so reinpacke. Naja, auf jeden Fall öffnen wir noch das Untradable Pack. Vielleicht ist da noch was drin. Nehmen wir das einfach mal als kleinen Ausgleich mit. Mal sehen, was passiert.
Also ganz ehrlich, eieiei, 95 bis 101, komm schon, jetzt muss doch mal was drin sein hier. Jetzt muss doch mal was drin sein, 95 bis 101. Bitte, bitte, bitte kein 95er oder so. Komm schon, komm schon. Kleine Packlack-Pfeife, kleine Packlack-Pfeife, komm, 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 komm. Spanien, ich habe keine Ahnung, wer du bist. RF, bist du gut? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. 95er, 97er, okay, Pedro. Ja, Pedro, Pedro, 97er, naja, nehme ich mit. Nehme ich mit, aber kann ich halt für nichts so richtig gebrauchen. Aber, boah, warum nicht, ne? Warum denn auch nicht? Einfach mal an der Stelle hier mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal noch zur Verlängerung. Da gibt es nämlich noch einige Packs zu holen. Ich habe ja noch ein paar Spieler auch am Start, die ich noch schnell umtauschen könnte für Verlängerungspunkte. Wie hießen die, glaube ich? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Aber auf jeden Fall hier Top 500, Top 50. Das sind die Packs, die wir öffnen wollen. Ich mache jetzt natürlich hier, wir gehen rein, Top 50 Pack, Leute. Top 50 Pack. Beim letzten Mal war es richtig, richtig geil. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Vera drin. Stimmt, Vera. Ich hätte aber auch Lionel Messi nehmen können. Aber ich wusste nicht, dass Messi einfach mehr wert ist als Vera. Aber es war halt der, ich weiß gar nicht, was das für eine Version war. Ich glaube, das war eine ganz normale, ach nee, stimmt, es war die Toti-Version. Und trotzdem war die Toti-Version noch mehr wert als einen Patrick Vieira. Also, puh, das hätte ich halt nicht gedacht. Und da wusste ich nicht, dass man noch mal zurückgehen kann, auch wenn man das Ganze schon geöffnet hat. Das hat mich ein bisschen gebrochen dann an dem Tag. Aber gut, wir haben jetzt hier ein paar bekommen. Ich habe jetzt 6000 Stück am Start von diesen Token. Ich würde mal sagen, ich öffne mal eins jetzt hier. Ja, aber mehr kann ich, glaube ich, sowieso nicht öffnen, gerade aktuell zumindest. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas, was ich... Achso, jetzt, ich könnte die verkaufen. Ich könnte die verkaufen. Auf jeden Fall kann ich Armstrong verkaufen, ja. Und sonst viele 90er habe ich halt nicht. Aber ich glaube, die bringen halt nochmal 4 Millionen. Ja, komm, kann man eigentlich machen. Kann man eigentlich machen. Da geht das wenigstens raus hier. Dann habe ich nochmal ein paar Millionen am Start. Bin ich kurz vor den 400 Millionen. Und dann mal schauen. Aber jetzt die Spieler, der kann ja auch richtig krass sein, ne? Der kann ja auch richtig, richtig krass sein von dem Top 50 Pack hier. Es kann ja wirklich einer von den Top... Ne, also es sind ja vier Spieler immer. Also die... Vier Spieler von den Top 50, so wollte ich sagen. Genau, vier Spieler von den Top 50, die es auf dem Markt gibt. Das ist schon eine absolute Ansage, würde ich sagen. Ja, also würde ich mal sagen, gehen wir hier rein und vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Ey, weil das kann so geisteskrank scheppern. Wir haben ja bis zu 101er Spieler aktuell auf dem Markt. Und die hier sind ja auch tradable, die man hier rausbekommt. Das ist halt wirklich... Boah, das ist halt wirklich absolut heftig. Ja, ich glaube mal, viel brauche ich nicht mehr zu sagen, Leute. Oh mein Gott, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Das wäre so gut, jetzt hier irgendwas Krasses mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel man machen kann. Wähle 1 von 4. Wähle 1 von 4? Achso, 1 von 4. Ich weiß gar nicht. Ich mache das Ding jetzt einfach auf und dann werden wir schauen. Achso, man kann immer nur 1 von 1. Ah, okay. Perfekt. Aber es gibt ja 101er Spieler, also komm schon. Bitte, EA, bitte, 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 bitte. Es wäre so wichtig. Ey, ich habe dann so viele Coins, wenn das alles klappt jetzt hier. Also komm schon. Gerade eben war immer gottlos. Gerade eben war gottlos mit dem Pack Opening. Aber vielleicht kommt ja jetzt dieser eine Moment. Puh, komm schon, komm schon. Kleine Packlackpfeife, komm, komm, komm. Bitte, 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 komm, komm, komm. Gönn und Messi, Maldini. Puh, Cannavaro. Yo. Oh mein Gott. Das ist Big W. Das ist richtig, richtig Big W. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich gucken, was ist teurer? Was ist teurer? Und die können alle geisteskrank viel wert sein. Die können alle geisteskrank viel wert sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss ich nachschauen, Leute. Wer ist mehr wert? Wer ist mehr wert? Wer ist mehr wert? Maldini, muss ich mir merken, komm. Maldini. Zum Glück weiß ich ja jetzt, dass man hier rausgehen kann. Maldini, komm schon. Zeig mir an, wie viel Millionen, wie viel bist du wert? Das ist jetzt hier die Frage. 137, was? Ich dachte, der wäre mehr wert. Ich dachte, der wäre mehr wert. Ich glaube, dann sind die anderen vielleicht noch ein bisschen mehr wert in dem Sinne. Messi. Können wir mal schauen. Messi, komm. Oder Cannavaro, weil er 101 hat. 122 heißt, da ist schon mal auf jeden Fall Maldini ein bisschen mehr wert. Das ist klar. Okay. Dann haben wir als nächstes Frimpong. Der war noch mit drin. Frimpong. Der 98er, ne? Den könnte ich vielleicht sogar selber... Nee,
Ist jetzt nicht so, nur 105, als ob die alle so gedroppt sind. Warum sind die alle so gedroppt? Ich verstehe das gar nicht. Und Cannavaro, bei doch, Cannavaro muss jetzt ziemlich teuer sein, glaube ich, oder? Cannavaro müsste der teuerste sein. Der müsste absolut der teuerste sein, weil 101 plus neues Event. Ja, 217 Millionen, okay. Okay. Das heißt, das Ding ist over. Das machen wir jetzt so dick. Wir holen uns jetzt einfach Cannavaro. Den habe ich gefühlt erst zum letzten Mal irgendwie gesehen. Aber einfach tradable Cannavaro. Tradable Cannavaro am Start, ey. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann ist so viel wert. Geil. 101er Cannavaro. Fortsetzen. Das hat sich so dick gelohnt, Leute. Das hat sich so, so dick gelohnt. Okay, nehmen wir einfach mal mit hier, was ich jetzt bekommen habe. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Guckt euch jetzt diese geile Animation an. Einfach Cannavaro gezogen. Boah, leider kann ich das eben nur einmal machen. Diesen tollen Verlängerungsumtausch, aber dafür lohnt sich das Ding so total. Jetzt könnte ich mir auch so viele 101er, also nicht so viele, aber jetzt könnte ich mir so krass nochmal einen 101er leisten irgendwie. Boah, das heißt, vor dem Geld habe ich ja fast jetzt auch die 600 Millionen so gefühlt. Das ist krank, das ist so krank, wenn man sich das mal überlegt. Puh, Junge, 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 mal gucken, für wie viel ich den jetzt rauskriege. Aber das ist ja wirklich, boah. Stabil, stabil, stabil. 220 steht hier einer drauf. Ich mache mal 219. Mal gucken, ob der rausgeht. 219. Mal gucken. Und sonst muss ich halt warten. Aber das ist geil. Das ist richtig, richtig gut. Leute, Leute, was habt ihr gezogen? Falls ihr das geöffnet habt, dann schreibt es mal gerne rein. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich hatte ja mieses Packluck. Und das heißt, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. We'll be right back.